Dank. Ist ein bisschen ungewohnt für mich, hier oben zu stehen. Normalerweise stehe ich nämlich da, wo die Herren da hinten stehen und filme Leute wie mich, die auf der Bühne stehen und Dinge erzählen. Aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem hin. Was will ich heute erzählen? Ich will heute erzählen, wie wir dazu gekommen sind, warum wir das machen und warum das cool ist, sich mit Videosachen auseinanderzusetzen, Video, Audio und dem Ganzen drumherum, denn da kann man einfach eine ganze Menge lernen. So, denn so Konferenzaufzeichnung ohne das VOG, das war so ein bisschen unsere Motivation auch dafür. Man braucht irgendwie teure Hardware. Dann nach der Konferenz muss man sich nochmal hinsetzen und mit noch teurerer Software das Ganze nacheditieren. Dann kommt irgendwas dazwischen. Irgendwann wird es dann vielleicht fertig, wenn nicht gerade die Festplatte stirbt, auf der das ganze Projekt drauf war. Ja, und so kommt es, dass viele Konferenzrecordings irgendwie nie irgendwo auftauchen. Blöd. So, und da ist unser Ansatz, was nicht auf der Konferenz passiert, passiert nie. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis hinter dem, wie wir unseren Stack aufgebaut haben. Ich habe gehört, man muss jetzt irgendwie immer von Stacks erzählen, die man hat. Also, unser Hard- und Software-Stack, wie wir das Ganze bauen. So sieht ein klassisches Setup vor Ort aus. Das hier ist tatsächlich unser Frontend für die Leute, die den Schnitt machen. Und das ist sowohl der Schnitt für das Streaming, was rausgeht, als auch der Schnitt, der im Zweifelsfall dann hinten im Video ist. Das ist ein Teil dieses Kompromisses, dass wir sagen, wir machen das nur einmal, die Arbeit, und dann ist es aber auf der Konferenz erledigt. Wenn nötig, wir haben halt festgestellt, dass viele kleinere Locations, wir sind also vor allen Dingen gerne halt auch für Open-Source-Projekte, die sich jetzt nicht irgendwie so die großen Hallen leisten können, wenn die in kleineren Locations unterwegs sind, wo das Audio nicht so toll ist, haben wir uns mittlerweile auch unser eigenes Audio-Setup beschafft. Letztendlich haben wir dann noch in der Ecke ein paar Encoder stehen, das sehen wir gleich, die das Ganze dann online bringen. Ich habe hier nochmal ein Foto mitgebracht von dem VoctoMix. Das ist ein selbstgeschriebener Software-Mischer. Der ist geschrieben mit GStreamer und in Python. Sehr simpel, also Videomischer haben üblicherweise so ein stell dir dein Bild selber zusammen und da braucht man halt relativ viel Erfahrung. Hier ist es halt optimiert für Konferenzen, hier gibt es die Slides, hier gibt es zwei Kameras, man kann hin und her wechseln im Vollbild und es gibt dann hier noch so eine Möglichkeit, so ein Gesamtbild zu kriegen, wo die Slides groß sind und der Speaker irgendwie unten in der Ecke, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Wenn ihr mal so Konferenzaufzeichnungen gesehen habt. Das ist eigentlich ganz cool. Und als nettes Gimmick haben wir hier unten noch ein kleines IRC-Fenster. Das heißt, wer immer hier dran sitzt, das sind üblicherweise Engel, die nicht quasi so richtig viel Erfahrung haben. Die kriegen halt eine Schulung und wissen unter Umständen nicht alles. Oder manchmal gibt es auch einfach technische Probleme. Dann kann man hier einfach was reinschreiben. Und wir sitzen dann meistens nochmal vom VOG zentral in einem Raum und können dann schnell reagieren. Genau. So, und warum haben wir uns eigentlich einen Software-Mischer angetan? Und da sind eigentlich zwei Erkenntnisse ganz wichtig. Hardware geht irgendwann kaputt. Auf Software kann man so lange drauf rumprogrammieren, bis sie das tut, was man möchte. Und das Zweite, und deswegen halte ich diesen Vortrag hier unter anderem auch, wir sind quasi dazu gekommen, ein Setup zu haben, dass jeder und wirklich eigentlich jeder in verschiedenen Ausbaustufen selber betreiben kann. Also so ein VoctoMix kann ich mir heute aufsetzen. Ob ich da jetzt unbedingt eine 3000-Euro-Kamera dran anschließen muss, ist eine ganz andere Diskussion. Aber man kann irgendwie in allen möglichen Ausbaustufen da anfangen, was zu tun. So, dann, also Server helfen immer. Deswegen haben wir ganz viele davon und deswegen haben wir auch sehr viele Leute
für Video, die eigentlich gar nicht Video machen, sondern die sich im Wesentlichen um Systemadministration kümmern. Also auch solche Leute sind bei uns. Das ist die zweite Motivation, weswegen diesen Talk halte. Wir brauchen immer neue Leute. Also selbst wenn ihr jetzt selber keine Verwendung dafür habt, aber sagt, das Thema interessiert uns, wir sind immer daran interessiert, neuen Leuten das Setup zu zeigen oder uns auch von neuen Leuten, die sagen, hey, ich habe da die tolle Idee oder hey, wie sieht es denn da und damit aus, dass die sich damit auch mit ihren Projekten verwirklichen können oder sich einfach mit dazu gesellen können und mithelfen können. Also jede Menge Server haben wir da, das ist halt Encoding-Leistung, die wir brauchen. Und die haben wir teilweise auch vor Ort. Das ist jetzt ein Bild vom Kongress von vor zwei Jahren. Wir haben natürlich noch mehr Server. Wir haben ein Content Distribution Network, das heißt wirklich an mehreren Orten auf der Welt Server stehen, wo wir die Streams und die Videos, die dann hinterher veröffentlicht werden, abrufbar machen. Das ist jetzt das Compartment aus dem Rechenzentrum in Berlin. Und eine andere Sache, die wichtig ist, wo auch jemand Spaß hat, wir hatten gerade Datenjournalismus. Wer Lust hat, auch mal so ein bisschen in den Daten zu wühlen und Statistiken da rauszuholen, die sammeln wir natürlich auch. So, und wie gesagt, das war jetzt hier so ein ganz ruhiger Tag, 2 Gigabit Leistung, also wir hatten da und 600 Viewer, wir hatten das also, wir waren mal beim Kongress irgendwie bei, was waren das, 15.000, 20.000 Viewern, das ist schon ganz nett. Also man kann da auch wirklich ein bisschen schauen, was passiert, wenn da wirklich Last auf den System ist. Wir hatten auch schon wirklich Probleme, die wir da beheben mussten. Ein anderes Thema, wo wir jetzt dran sind, ist Qualitätssicherung. Was seht ihr hier? Ihr seht eine Visualisierung der Audiolautstärke. Das hier ist eine Ziellautstärke und diese eingezeichneten Graphen hier, das ist quasi die aktuelle Lautstärke. Und leider saufen die Farben hier so ein bisschen ab, deswegen ist das nicht so ganz so einfach zu erkennen. Also hier ist es gut, hier ist es viel zu wenig und hier halt auch. Und das heißt, dann kann ich die Lautstärke nachregulieren. Wenn die Leute die Streams durchschalten, dann müssen sie nicht immer panisch die Lautstärkeregler runter oder wieder hochziehen, um noch was zu verstehen oder sich nicht die Ohren kaputt zu machen. Also auch solche Sachen, das sind alles so Projekte, die uns die Arbeit leichter gemacht haben und wo Leute einfach drauf gekommen sind und gesagt haben, das könnte man noch ganz einfach machen, um die Arbeit im VOG zu erleichtern, weil man kann natürlich nicht ständig alle Streams abhören, da wird man ja wahnsinnig bei. Aber auch das haben wir, dass einzelne Leute einzelne Streams verfolgen, ist halt aber sehr arbeitsaufwendig. So, und jetzt wandern wir noch ein Stück zurück, wenn die Videos dann fertig sind. Die werden also vor Ort geschnitten, da wird ein Vorspann vorgemacht und das wird alles generiert. Dann kommen die online. Wir haben nämlich auch unser eigenes YouTube, das nennt sich mediaccc.de und die Software dazu heißt VoctoWeb. Und wenn ihr eben den Sebastian, der uns gerade was über Spieleprogrammieren erzählt hat, der hat dankenswerterweise dieses hübsche Winkekatzen-Logo hier für uns designt. Vielen Dank nochmal. Und was auch ganz zentral ist, wir haben ja jede Menge Talks, gerade auf dem Kongress, aber eigentlich überall. Und irgendwie haben die Veranstalter immer schon einen Fahrplan, also irgendwie eine Liste von Talks und wann sie gehalten werden sollen. Und wir haben halt die Möglichkeit, das bei uns zu importieren. Und dadurch können wir halt im Nullkommanichts automatisch schauen, wo hat ein Talk angefangen, können dann genau die Offsets korrigieren, also wann hat der Talk wirklich angefangen und können dann gucken, ist das Masterfile generiert worden, ist das okay, kann ich dann hier irgendwie WebM oder Audio Only oder sowas ableiten, ist das okay, und auch diese Software ist Open Source und die ist eigentlich das Herzstück. Die treibt dann ganz viele Worker an, die dann
das eigentliche Number Crunching, das eigentliche Berechnen der Videos übernehmen. Und das ist eigentlich das, was uns so wirklich effizient macht. Da würde ich nochmal drauf eingehen, wenn wir ein bisschen zu viel Zeit haben hinterherum oder wenn ihr nochmal spezielle Fragen habt, das ist so unsere, das ist so ein grobes Diagramm, wie unsere Produktionskette abläuft. Eine andere Sache, hier wird auch jede Menge Hardware gebastelt. Solche Projekte haben wir bei uns beim Bock auch. Das waren zwei Prototypen. Das hier für das sogenannte Telecom. Ihr habt das vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen. Wenn eine Kamera live geht, dann geht so ein rotes Lämpchen an, damit der Kameramann weiß, dass er jetzt drauf ist und dass er keine wilden Schwenks mehr machen soll. Sowas wollten wir eigentlich auch haben. Wir haben ja die Kontrolle über den Mixer, also eigentlich kein Problem, völlig naheliegend. Wir bauen uns hier mit einem Raspberry Pi und einer LED, die wir da dran gepackt haben, ein also so ein Telly-Light, so nennt sich das, das dann entsprechend rot leuchtet. Und weil der Raspberry Pi natürlich viel zu viel Leistung für nur so ein Telly-Light hat, wir haben das andere Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass die Regie, derjenige, der im Voctomix sitzt also, und die Leute an der Kamera miteinander reden können. Also haben wir uns da eine Lösung gebaut mit Mumble und einem Kopfhörer. Und dann können die Leute sich während der Produktion miteinander verständigen. Normalerweise, wenn man solche Sachen kauft, das ist schon irre, irre teuer. Und da reden wir wirklich vierstellig und mehr. So. Und wir bauen es dann auch nochmal in schön. Also da haben wir uns dann ein schönes Gehäuse geholt, haben das hier schön ausgefräst. Dann auch wirklich auf so einen Kameramount, auf so einen Blitzschuhadapter noch dran geschraubt. Und das sieht jetzt richtig adrett aus. So. Und wie gesagt, alles das, was wir hier tun, ist Open Source, liegt auf GitHub. Und ich würde euch wirklich mal empfehlen, schaut mal vorbei. Hier ist zum Beispiel der Code für unsere Streaming-Seite, streaming.media.ccc.de, wo auch gerade diese Veranstaltung hier noch mit durchläuft. Das hier ist unser Configuration Management, das heißt, alle unsere Server werden nicht von Hand gestreichelt, sondern wir haben da mit Ansible gearbeitet. Da definieren wir in sogenannten Rezepten einmal, was dieser Server tun soll und wie er es tun soll. Und der Rest macht Ansible für uns. Genau. Und hier sieht man nochmal Voctomix. So, eine vollständige Liste von Projekten, wo wir noch kreative Leute brauchen oder Leute mit Zeit, findet ihr hinter diesem QR-Code. Und da ist wirklich alles dabei von, also es ist eine Riesenliste. Schaut euch da einfach mal um. Ich glaube, da jetzt Sachen rauszuziehen, sprengt so ein bisschen die Zeitleiste. Schauen wir mal. Ah ja, sind wir ja gut durchgekommen. So, und zum Schluss hätte ich noch die Frage, habt ihr noch Fragen? Alles klar. Okay, perfekt, dann bin ich noch eine Weile da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.